Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Atomkraftwerk Tycoon. Und ja, es ist immer noch kein Atomkraftwerk. Und ich glaube, es wird auch nie eins sein. Ich hoffe, ihr habt die anderen Teile gesehen. Falls nicht, schaut euch die vielleicht zuerst an, damit ihr wisst, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ich will ja heute backen. Ne? Und da habe ich gerade einen Teig angesetzt. Einen Pizzateig. Ich hoffe, die Pizza wird gut. Ist aber nur eine kleine. Und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Geld gesammelt, ne? Das Geld müsste man natürlich wieder ausgeben, weil dafür ist Geld gedacht. So, wartet kurz. Also, apropos, wie viel Einkommen pro Sekunde haben wir jetzt? 3.001, nee, 300. 331. 331.000. Warte, ich kann wirklich keine Mathe mehr. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Ich kann keine Mathe mehr. Okay, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich aufgeregt bin. Weil ich back nämlich in so einem großen, also groß ist jetzt übertrieben, in einem Holzbackofen und ich, ja. Da muss man natürlich auch erstmal anheizen. Ne? Ah, ich mag Feuer. Aber das hat man, ja. Solltet ihr aber wissen. Allein schon durch den Namen Feuerblume TV. So. Wir sind jetzt erstmal produktiv. Wie viel hat man 300 ein, nee, 331. Ja, jetzt habe ich endlich mal die Zahl richtig ausgesprochen. 331.000. Wenn der mir jetzt auf die Nerven geht, ne, dann flipsch aus. So, dann wieder einen Generator in die Mitte und drumherum diese Teile. So und so. Das sieht, also, ne? Wir kommen. Der Million pro Sekunde, also eine Million pro Sekunde, bekommen wir mehr. Wir haben jetzt schon 100.000. 100.000 pro Sekunde mehr. So, wie viel haben wir jetzt? Ui, das ist sehr viel. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam auf die nächsten. Nur die Kosten, da kosten dann die Erzeuger zwar 50.000, 50 Millionen, aber das ist nicht schlimm. Das sollte uns nicht stören. Die machen dann noch 20.000 pro Sekunde. Also, ja, doch. So. Ne, warte. Genau den hier brauchen wir. So. Gut, bis wir die 50.000 erreicht haben, gucken wir uns erstmal an, was das hier ist. Also. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie wie eine Steinskulptur aus. Also das sieht irgendwie wie sowas Magisches aus. Aber das erzeugt dann im Leben Hund, ne, 1000 Energie. Na gut, egal. So, dann kommen darum jetzt diese Teile hier. So, Leute, wartet kurz, wartet, bevor wir loslegen können.
Pier 161. Gut, 20.000 pro Sekunde, ne? Also, wir haben gleich die 500.000 pro Sekunde. Ja, doch, haben wir. Gleich. So. Was ist denn das jetzt? Wie geht denn das hier ab? Okay. Das ist komisch. Gut. Also wir haben hier ein... Oh, das sieht aber schön aus. Wartet mal kurz, wenn man von hier sich das anguckt. Oh ja, das sieht wirklich schön aus. Oder? Sieht doch gut aus. Und jetzt mal von der anderen Seite. Wenn man sich das von der anderen Seite anguckt. Oh. Prima. Okay. Hier hin. So. Da müssen wir jetzt hier noch so ein Teil hinsetzen. Jetzt haben wir 500.000. Jawohl, 501.000. Nee. Hä, warum kann ich nur auf immer kein Mathe mehr? Hä, was ist mit mir jetzt los? Hä? Okay, verstehe ich nicht. Kann wirklich kein Mathe mehr. Hä? 501.000. Klingt aber irgendwie blöd. 501.000. Nee, das klingt auch irgendwie blöd. Hä? 511.000. Ja, 500 und... Nee. 500. Warte, ich kann keine Mathe mehr. Eieieiei, jetzt haben wir ein Problem. Na gut, wir haben ja noch 3 Wochen Ferien. Ja, also... Ich denke eher, ich werde noch dümmer. Aber vielleicht werde ich auch klüger. Eieieiei. Was lernen wir daraus? Mehr Simulator spielen. Da lernt man, also da behält man halt diese Zahlen immer bei, ne? Wenn man es halt oft sagt. Ja gut, wenn man Simulator oder einen Tycoon spielt, dann muss man, ne, da wird ja auch das Geld gezählt. Das sagt man auch, auch ich habe jetzt, keine Ahnung, 150.000. Ja, zum Beispiel, aber 501.000. Ne, 501. 501.000. Ist das richtig? Das hört sich irgendwie so blöd an. Kann das aber sein, dass diese Aussprache einfach so blöd klingt von sich her? Keine Ahnung. Egal. So. Jetzt heißt es nur noch warten. Zum Glück ist es so, dass wenn man jemanden angreift, tut, dass man dann nicht die Hälfte des Gelds von dem kriegt. Das wäre jetzt schlimm. Stellt euch vor, dann greift euch einer die ganze Zeit an. Oh.
Gut, wobei die Hälfte ist auch krass, ne? Beim Ding eine Papierwand. Nur so eine Frage, ne? Und das hier eine Papierwand ist. Ah, die wird dann hier mit Metall bedruckt. Ah. Das Druckertinte. Weiß immer noch nicht, was das hier soll. Ah, vielleicht ist hier drinne eine Batterie. Wie zum Beispiel Atombatterie. Und hier draußen sind Sender, die dann hier den Strom an diese Teile weitersenden. Ich habe gerade nur versucht, das irgendwie wissenschaftlich erklärbar zu machen. Könnte das funktionieren? Ich denke ja. Aber bei das hier kann man nicht mit Wissenschaft erklären. Warum ist ja ein Ein- und Ausschaltekreis nur falsch herum drauf? Wir können ja noch so ein Teil hier hinstellen. Okay. Prima. Okay. Also ich würde sagen, nach diesem Video muss ich eine Weile erstmal sammeln. Naja. Ich wollte ja eigentlich immer streamen. Fällt mir gerade ein. Muss ich mal überlegen, wann ich das machen will. So. Okay, wir können jetzt wieder einen weiteren bauen. Warum muss ich jetzt die ganze Zeit gähnen? Na, ich muss mal was trinken. So, ein schöner Schluck Cola. Früher Morgen. Gut, so früh ist es auch nicht mehr. Schmeckt gut. So, ich bin gerade so mal am überlegen, weil die Zeit, in der wir jetzt hier so rumhüpfen oder darauf warten, dass wir mal endlich wieder 50.000 zusammenkriegen, könnte man eigentlich auch mal was anderes machen. Wartet mal kurz. Können wir gleich machen. Wartet, wir können wieder zurückgehen. Jawohl. So, bumm. Prima. Wir können nämlich mal. Ja, schön, weg mit dem Müll. Wieder raus. Das ist. Ne. Als Videos noch gar nicht, die Videos sind noch nicht alle hochgeladen, gut. Mal hier mal ein bisschen, falls es euch interessieren tut. YouTuber zeigen ja eigentlich sehr selten oder eigentlich fast gar nicht, was auf ihrem Kanal so abgeht. Also die Analysen und so. Das sind so 51 Aufrufe in den letzten 2 Tagen. Ich weiß, dass das
morgen oder heute Abend sehr viel weniger sein werden. Aber naja. Nee, weil ich wollte jetzt nämlich die Videos, also ich habe vorhin Videos hochgeladen, also mache ich ja jetzt immer noch. Und da wollte ich jetzt die Videos halt dann löschen, weil ich brauche die ja dann nicht mehr, wenn sie hochgeladen sind. Also auf der Festplatte. Und ja. Aber die sind noch nicht alle hochgeladen. Bin ich auch gut, dass ich nicht alle hochgeladen. Also ich wollte. Also heute am Freitag, den 13. Ja gut, ne? Wollte ich ja eigentlich nur 3 Videos hochladen, habe ich heute auch geschafft. Oh. Weil ich gehe halt heute halt backen. Na, also ich backe heute Brot und so. Und verbringe dann den Abend woanders. Und bin dann quasi jetzt, also früher morgen bin ich noch zu Hause, aber heute Nachmittag habe ich keine Zeit mehr. Deswegen sind am Freitag, ne, ihr werdet das Video später sehen. Nicht so viele Videos hochgeladen, ich war weg. Das war's Problem. No. Deswegen, falls euch wundert, ich habe genug Videos, ich könnte es euch auch mal zeigen. Wartet kurz. So. Kann euch das auch mal zeigen? Ja, hier oben, das interessiert euch nicht. Hier die 2 Videos lade ich gerade hoch. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das nehme ich gerade auf 8. Sind schon auf der Festplatte. Die waren eigentlich für heute bestimmt. Nur da ich ja heute weggehe. Also für den Rest des Tages. Kann ich die heute natürlich nicht hochladen. So. Wir müssen mal hier das wegreißen. Ne? Ist blöd, aber ist nun mal so. Okay. Deswegen. Ich denke mal, ja doch, ihr werdet das Video vermutlich, also höchstwahrscheinlich, am Samstag sehen. Also am Samstag werde ich es hochladen, am 14. Vorausgesetzt, YouTube macht mir da keinen Strich durch, weil tägliches Upload-Limit. Ne? Falls ihr das am Samstag sehen tut, das war halt, deswegen sind gestern so wenig gekommen. Gut, ich weiß nicht, aber wir schaffen jetzt noch in diesem Video einen einzigen Generator hinzustellen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon Schluss. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und schreibt gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Wir haben in diesem Video sehr viel geschafft, ne? Wir haben, ich dachte, hier das fertiggestellt, hier das haben wir gebaut, hier das haben wir gebaut und hier das haben wir gebaut und hier das haben wir angefangen. Also wir haben ein bisschen was geschafft. Ah, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.